Im fünften Teil unserer Reihe lernt ihr die wichtigsten Informationen zum Thema Sprachen und Deutsch lernen. Außerdem lernt ihr Sätze und Fragen für den Deutschunterricht und für die Anmeldung zu einem Deutschkurs. Meine Muttersprache ist Spanisch. Ich habe zwei Muttersprachen. Mit meinem Vater spreche ich Französisch und mit meiner Mutter Arabisch. Ich spreche drei Sprachen: Englisch, Italienisch und ein bisschen Deutsch. Ich lerne seit 3 Jahren Polnisch. In der Schule habe ich Englisch und Russisch gelernt. Wir sprechen über das Deutschlernen. Ich lerne seit 1 Jahr Deutsch. Ich lerne seit 3 Jahren Deutsch. Ich lerne schon 3 Jahre Deutsch. Ich lerne erst 1 Monat Deutsch. Ich lerne seit Februar Deutsch. Ich lerne seit 2014, seit Mai 2015 Deutsch. Ich lerne in einer Sprachschule Deutsch. Ich besuche einen Deutschkurs am Goethe-Institut. Ich mache einen Deutschkurs. Ich nehme an einem Integrationskurs teil. Der Deutschkurs dauert 6 Monate. Der Deutschkurs geht von September bis Mai. Ich gehe 3-mal pro Woche zum Deutschkurs, in den Deutschkurs. Ich habe montags und mittwochs von 19 bis 21 Uhr Deutschunterricht. Wir sind 20 Schüler und Schülerinnen im Deutschkurs. Unser Deutschlehrer heißt, unsere Deutschlehrerin heißt. Ich spreche schlecht Deutsch. Ich spreche nicht so gut Deutsch, gut Deutsch, sehr gut Deutsch. Ich habe das Sprachniveau A2. Ich muss mein Deutsch verbessern. Ich will meine Aussprache verbessern. In 2 Wochen habe ich eine Deutschprüfung. Ich muss für meine Deutschprüfung lernen. Ich muss für die Deutschprüfung lernen. Ich habe die Deutschprüfung bestanden. Ich habe die Deutschprüfung nicht bestanden. Ich finde die Sprache einfach. Ich finde die Aussprache schwierig. Ich finde die Grammatik nicht einfach. Ich kann schon gut schreiben, aber ich muss noch besser Deutsch sprechen. Ich verstehe nicht viel. Die Leute sprechen sehr schnell, zu schnell. Ich muss die Grammatik üben. Ich mag die deutsche Sprache. Deutsch gefällt mir. Sätze und Fragen für den Deutschunterricht. Wie sagt man das auf Deutsch? Was bedeutet etwa? Wie schreibt man das? Können Sie das bitte buchstabieren? Wie spricht man das Wort aus? Wie ist die Aussprache? Ich habe das nicht verstanden. Können Sie das bitte wiederholen? Können Sie das bitte noch einmal erklären? Und zum Schluss noch ein paar Fragen und Sätze für die Anmeldung zum Deutschkurs. Wann ist der Kurs? Wann beginnt der Kurs? Wann endet der Kurs? Wie lange dauert der Kurs? Um wie viel Uhr beginnt der Unterricht? Um wie viel Uhr endet der Unterricht? Wie viel kostet der Deutschkurs?
Ich möchte mich zum Deutschkurs anmelden. Ich möchte mich für den Deutschkurs anmelden. Gibt es noch einen freien Platz im Deutschkurs?